Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der dritten Staffel. Ja, wie man sieht, wir sind schon wieder mal unterwegs. Alex hat seine neue Dame Gabriela Geiz im Arm, weil, und das ist der Witz daran, Gabriel, wo ist er da? Der da hat angerufen, der Gabriel Geiz hat Gott sei Dank nicht verwandt oder sonst irgendwas scheinbar. Hat angerufen, hat gehört, dass wir uns mit Gabriela letztes Mal so gut amüsiert haben und hat uns eingeladen, ja. Und wir haben es auch gerade noch so geschafft, weil ich habe darauf gewartet, dass ein Taxi bei uns auftaucht, das nicht kam. Dann kam die Meldung, ja, jetzt mach mal ein bisschen schneller. Und wir sind jetzt gerade hier zum Flotten Otto gefahren. Die Dame gehört auch zur Runde, Samantha Gordé. Und Gerd, wie man sieht, ist auch wieder in Spee unterwegs, ja, in Inkognito sozusagen. Damit ihn keiner erkennt, will er beobachten. Wahrscheinlich will er einfach wissen, was bei den lieben Mitstudenten so abgeht, ne, und verfolgt uns jetzt. Ja, wir machen mal Play und gucken Aufregung. mal, wo die Leute da so hinlaufen. Eigentlich müsste der gute Mann mal Sarah, auf wie du da hast. Toilette, aber ja, wir können auch noch mal ein bisschen quatschen. Und dann würde ich sagen, machen wir Das sieht vielleicht aber mit, fancy oder? Was wollt ihr machen, Leute? Oder gehen wir erstmal auf Topf? Jetzt kommen die alle raus, oder wie? Nee, ich wollte eigentlich kurz mal auf Toilette gehen. Das wäre noch eine tolle Sache. Kommt mal kurz rein. Ich muss kurz nochmal schnell, ne, für Jungs. Ja, was war sonst noch los? Entschuldigung, nee, jetzt. Och, Leute, es ist nicht schön. Lasst mich doch mal schnell die Toilette benutzen und dann machen wir was zusammen. So. Kommt rein, kommt rein. Ja, was war ansonsten los? Ist Chaos wie immer, ne? Wir haben immer Chaos. Oh. Gabriela legt sich auf die Nase und schmeißt trotzdem alle Kegel um. Ha! Das nenn ich gut. Ja. Unsere Melissa hat Zaubertränke zubereitet. Ganz viele. Dann war sie komfortmäßig total daneben. Volker hat Backsteine zubereitet, ohne weiteres Sonderdingens. Ja, und Anna wurde befördert, ist jetzt Star-Anwältin. Und ja, genau, lasst uns hier mal eine Runde spielen. Du kannst auch mal. Oh, unterhalte die doch mal mit einem Breakdance hier. Wenn du kannst, wenn du willst. Ich weiß es nicht. Weil Gabriela lässt uns irgendwie gerade nicht zum Zug kommen. Das ist, ja. Sie mengt hier mit den Dingern. Das ist der Hammer. So, prima. Können wir jetzt auch mal bitte? Ja, und Gabriela wollte was von uns. Oh, sich hingezogen fühlen. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Lasst uns mal ein bisschen spielen. Ein bisschen doof gerade. Ihr steht alle ein bisschen dumm da. So. Guckt mal. Wir sind unterwegs. Ja, und wir freuen uns wie Bolle, weil wir wohl alle Leute versenkt haben. Ja, Samantha freut sich auch und überhaupt. Dürfen wir noch mal? Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Stopp mal kurz. Ja, genau. Geh dich mal hingezogen fühlen oder sonst was. Wartet doch mal. Och, ihr seid aber auch immer so, alle so, Du bist mit dem gerade zugange, ne? Dann komm doch noch mal her und quatscht noch mal ein bisschen über Hobbyspiele. Das ist okay. Dann kannst du noch mal ein bisschen unterhalten. Einen Witz erzählen. Dann würde ich sagen, kannst du sie ja mal kitzeln oder so. Mach auch mal solche Aktionen mit den Leuten, damit das vielleicht mal wirklich was wird hier. Wir müssten irgendwas zu viert machen können. Ah, der verschwindet jetzt erstmal auf Toilette. Okay. Samantha ist schon wieder fertig und wartet. Und gucken. Oh, wen feuerst du da an? Den Typen da oder wen? Oder hier, unseren Samuel. Hallo. Ja. Ach, das ist schön. Hier ist voll was los. Ich find's toll. Ich überlege gerade, ob wir auch alle was essen gehen wollen. Das wäre doch mal was. Das hatten wir auch noch nicht. So in Gruppe essen gehen. Wollen wir das machen? Jetzt haben wir natürlich leider die Kochbrots nicht. Aber gut. Wir können ja auch hier nochmal ein bisschen quatschen, tratschen. Komm mal her, du. Und ein bisschen unterhalten. Witz erzählen und auch mal kitzeln oder so. Ja. Geht ihr ruhig mal machen. Das ist gut. Wir brauchen Freunde. Also ich meine, ne?
Und dann müssen wir uns noch um die hier kümmern, damit die nicht ganz daneben ist. Ja, genau. Quatscht euch und bewundert euch und keine Ahnung. Aber lasst die Finger von Gabriela, die ist mir. Wobei die hier, ne? Da, auch so, ne? Wie viele Pünktchen hast denn du? Also so, ne? Müssen mal mit dir auch ein bisschen, könnt ihr ja mal von irgendeiner Reise erzählen oder so. Mann, hier ist, ich steht voll in dem Pulk. Oh, Gerd geht. Gerd ist am Gehen oder? Ne, Gerd ist nur auf Toilette am Gehen. Oh, schade. Ja, ich muss mal gucken, inwieweit das hier, ne, also, flirten will ich ja jetzt nicht mit ihr, können wir denn da auch irgendwas machen, oh, er steht voll auf, guck mal, wie habe ich das hingekriegt, wenn das so bleiben würde, wenn das mal so bleiben würde. Oh, das wäre geil. Das wäre... Ich habe das noch nie hingekriegt. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach mit den Leuten geschwatzt, ne? Aber ich wollte mal ganz, ganz kurz gucken. Da, die hat auch... Wow. Die hat auch zwei Blitze immerhin. Könnten wir uns als nächstes Opfer überlegen. Gabriel Geisert. Warum ist der so grünlich? 72 schon. Wow. Das ist ja der Hammer. Können wir hier eigentlich irgendwie mal alle zusammen tanzen? Kommt, wir gehen mal dahin, machen mal das Ding an. Das ist eine gute Idee. Dann können wir alle mal ein bisschen tanzen und Spaß haben. Vielleicht setzen wir uns wirklich noch hin tanz mal allein hier, so. Oh. Und warte. Bitte mitmachen. Und wo ist dein Schatzilein da hinten? Auch mal bitte mitmachen. Ja, Gabriel ist ja gerade am Schwatzen, das ist in Ordnung. Aber wir tanzen jetzt hier erstmal ein bisschen ab. Oh, yeah. Na, noch ein bisschen. Komm, hier, ihr könnt auch mal zusammen tanzen hier. Hallo. Dann tanzt mal mit ihr, komm. Das findet sie bestimmt toll. Und hier zusammen tanzen. Und du machst auch mit, komm, bitte mitmachen. Nee, geht nicht. Ja. Wir könnten natürlich auch... Wartet mal, ich habe eine Idee. Was ist das eigentlich hier? Ach so, maximale Begeisterung für Musik und Tanz. Wisst ihr was? Ich kann noch was anderes tanzen. Ich kann auch den Hula. Wollen wir Hula oder wollen wir Schlambada tanzen? Schlambada kann ja jeder, ne? Das ist ja nichts Besonderes. Aber wir waren im Urlaub, wir haben Hula gelernt. Wir machen jetzt Hula und bringen euch das bei. So, pass mal auf. Und da machst du mit. Mhm. Los geht's, Hula. Los geht's, Hula. Und hier. Los geht's, Hula. Ich will mal gucken, wie gut ihr das hinkriegt. Lasst euch Hula zeigen. Kommt, wir tanzen alle Hula, Hula. Ja, schön machst du das. Sieht gut aus. Ich muss noch ein bisschen mehr Hula vortanzen eigentlich. Ja, oder wir werden einfach wieder abgedingst. Ich habe die falsche angeklickt, sehe ich gerade. Ja gut, die Kissenschlacht ist auch in Ordnung. Ja, es ist schön. Also ich überlege halt wirklich, sollten wir jetzt nicht mal was essen gehen? Komm, wir lassen uns mal, ach Gott, ja, an Tische führen. Geht nicht mehr, Theke ist schon voll. Lass dich mal an den Tisch führen. Vielleicht haben die anderen auch Hunger. Ich hoffe, dass uns das Ding nicht wieder runterkracht, weil wir jetzt hier sowas machen. Ich habe halt immer Angst. Das ist aber, guck doch mal hier, die Theke ist komplett voll. Das hätte man ein bisschen früher machen müssen. Aber gut. So, lasst euch alle mal, setzt euch mal hin. Ich weiß nicht, an welchen Tisch die uns jetzt hier führt. Da. Okay, da ist für drei Leute Platz. Na, jetzt zusammen. Mann, Mädel, komm doch zu mir. Hallo, wo seid ihr denn alle? Oh, ja gut, dann setzt ihr euch wenigstens noch zu mir. Schade, Gabriela sitzt jetzt natürlich ganz weit weg, aber egal. Wir kriegen das hin, die haben alle Hunger. Ich glaube, da muss ich für alle Tagesgericht oder so bestellen. Warte. Das ist dann Tagesessen. Dann kriegen, glaube ich, alle das, was sie haben wollen. Also machen wir das einfach mal. Das letzte Mal hat das gut geklappt und, ja. Ist doch schön. Ist doch... Oh, ihr steht mir im Weg. So, können wir mal zumindest... kommt, lasst uns mal anstoßen. Was ist jetzt kaputt? Wieso ging das jetzt nicht?
Hallo, was willst du? Du gehörst nicht zur Gruppe, geh weg. Och Mann, das ist doch bescheuert. Ey, ich wollte mit euch was essen. Ach, na gut, okay, dann machen wir es eben doch anders. Dann gehen wir nichts essen. Dann machen wir hier unseren Rundgang nochmal. Und ich glaube, dann werden wir auch gehen. Weil wenn ich hier nichts zu essen kriege, ist es doof. Es ist zu viel los hier. Also mit dem Essen gehen, das hat jetzt nicht so ganz geklappt. Ja, gell, du hattest schon Hunger. Ja, ich auch. Also irgendwie ist das doof, Leute. Können wir jetzt an die Theke? Aber guck mal, hier stehen überall Teller. Wir könnten es nochmal an der Theke versuchen. Komm, dann lass uns doch nochmal Platz freigeben. Ich weiß nicht wieso, aber ja. Können wir das Ganze auch beenden, diese Gruppengeschichte da jetzt mal? Ich will das beenden, solange es gut läuft. Ganz ernsthaft, wartet mal. Eine Geschichte erzählen, Piratenlied singen. Oh, Piratenlied singen hatten wir auch lange nicht mehr gemacht. Gelegenheitsgruppe verlassen. Ah ja. Aha. Okay, das ginge. Streichspielen werde ich nehmen. Nee, ich möchte mal mit dem Typen Piratenlied singen. Das ist bestimmt lustig. Lass uns mal ein Piratenlied singen. Komm. Das kennst du noch nicht. Das habe ich auf der Reise kennengelernt. Los, nicht weglaufen. Row, ho, ho, a life be light if we. Ja. Ach, das ist doch toll. Die haben voll Spaß, oder? Wir könnten uns auch noch hinsetzen und ein bisschen abhängen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, wir lösen das Ganze jetzt auf, oder? Hey! Jawohl, ja! Ach, ist das cool! Das ist so lustig. Und ich bin wegen dem hier gerade total begeistert. Wenn ich jetzt hier hingehe, Taxi rufen, nehme ich die Gruppe mit, ne? Ja, aber wollen wir die alle bei uns daheim haben? Ich weiß nicht. Nee, oder? Wir können natürlich noch ein bisschen, was könnte man denn sonst noch machen mit dem Typen? Mal wertschätzen, hast du toll mitgesungen, ja. Und dann noch mal ein bisschen, babbeln. Und dann vielleicht noch mal ein bisschen kitzeln. Und dann müssen wir uns um die noch mal kümmern. Oh, die kann man auch wertschätzen. Ja, aber wahrscheinlich eher in puncto Rückenkraulen. Ja. Mit der können wir auch noch mal ein bisschen tratschen. Beziehungsweise, ja, vielleicht sollten wir wirklich noch mal alle zusammen irgendwie... Ich habe eine Idee, kommt. Wir versuchen... Oder wollen wir das jetzt noch mal versuchen, an Theke geführt zu werden? Wir könnten es trotzdem noch mal. Komm, wir probieren das noch mal. Wir versuchen es nochmal, weil ich hatte das Gefühl, die wollen gerne was essen. Dann führ uns jetzt mal hier an die Theke, jetzt sind Plätze frei. Vielleicht klappt es dann, ich will auch nicht mehr anstoßen und nix. Dann kommt nochmal her, ihr drei. Wir lassen uns jetzt hier hinführen. Nicht nach Timbuktu, bitte, Alex. Boah, die werden einfach viel zu sehr begrüßt und keine Ahnung, jetzt kommen. Und du, Madame, lass uns in Ruhe. So. Jetzt sitzen wir halt. Komm, Samantha, setz dich bitte auch hin und wir müssen bestellen jetzt. Damit das auch diesmal klappt. Also komm. Da, hier, Wolfgang, kommst du zu uns? Ja, die Zeit läuft auch. Stopp. Okay, jetzt bitte das Tagesessen. Aber für alle auch jetzt, ne? Und nicht wieder irgendeinen Blödsinn machen. Mhm. Ja. So. Können wir denn jetzt unterhalten nochmal zugrosten? Ich würde es gerne mal machen mit euch. Weil, oh, guckt, und es hat funktioniert. Yeah. Kommt, dann lass uns doch nochmal. Ja, gut, esst lieber. Hauptsache, sie essen alle. Ach, guck mal da. Außer Gabriela und Gabriel. Die sind, ah, doch, jetzt. Guckt mal, und wir haben sogar die Zeit nochmal erhöht. Nee, ich dachte ja schon. Aber das ist doch ein netter Abschluss für so einen Ausflug. Nochmal alle Essen fassen lassen. Ich find's geil, ich find's genial. Also, ich bin total happy hier mit meinen Deutschen. Das ist einfach wunderschön geworden. Das ist ein Gruppenausflug. Jo, 2 Minuten ist vorbei. Wow, das war spitze. Erinnerst du dich noch an unseren
an unsere Schandtaten? Das war ziemlich cool. Lass uns bald wieder einen Ausflug machen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich bin jetzt mal gespannt. Esst ihr noch fertig? Ja, gell? Ob die uns dann irgendein tolles Geschenk vor die Tür stellen? Das ist ja meistens so. Das ist ja das, was ich irgendwie nie hingekriegt habe. Komm, ess mal deinen Burger auf. Oder könnt ihr jetzt nicht mal aufessen? Okay, Entschuldigung. Dann zahlen wir mal die Rechnung. Halt, nee, stopp, stopp, nee. Wir haben Coupon. Wir benutzen den Coupon. Und dann gehen wir heim. Das ist ja. Aha, und Gerd ist komplett da geblieben, hat uns hier beobachtet. Ne? Ich will den Coupon benutzen. Hallo, kann ich nicht, habe ich das jetzt nicht gemacht? Okay, Taxi. Doch. Ja, komm, auf. Ist jetzt egal, ob da noch was zu essen steht oder nicht. Wir waren lange weg, wir müssen jetzt nach Hause. Die anderen können noch bleiben. Aber wir haben es geschafft. Wir haben ein super Treffen hingekriegt. Wie gesagt, habe ich noch nie so drauf gehabt. Ich weiß nicht, was ich diesmal anders gemacht habe. Vielleicht geht es wirklich nur darum, um die Leute mit den Leuten zu quatschen. Und nicht mit denen irgendwelche Aktivitäten zu machen. Sondern einfach wirklich sich nett zu unterhalten. Reicht vielleicht schon aus. Und dann bin ich wirklich gespannt, was da noch so kommen könnte. Also, was da sich noch ergibt. Die Samantha müssen wir uns merken. Ja, die ist, was will die? Wasserbombenschlacht. Ja, nee, aber wir können noch mal quatschen. Noch mal ein bisschen quatschen hier. Sag noch mal Tschüss. Und dann Abmarsch, ne? Hat Spaß gemacht mit dir. Ach, kennst du auch Mario? Mhm, okay, ja. Wer ist das? Hallo, du mit deiner Hochfrisur da. Ja, ich komme ja schon. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Ach, war das geil. Oh, und das hat fast den ganzen Part in Anspruch genommen. Na gut, fahren wir jetzt aber erstmal nach Hause und dann müssen wir mal gucken. Ist ja genial. Mhm. Ja. Das scheint auf jeden Fall eine sehr interessante Truppe zu sein. Und so wie es aussieht, haben die zumindest jetzt nichts familiäres miteinander zu tun. Ich weiß, ich kann natürlich sein, Gabriela ist ja auch so ein Romantik-Sim, dass die auch noch mit Gabriel was am Laufen hat. Aber dann hätte der anders reagiert, als wir mit ihr geflirtet haben und so. Das fällt mir gerade ein. Also denke ich, die sind wahrscheinlich auch nur gut befreundet, Kumpels und so. Mit Samantha habe ich mich jetzt sehr zurückgehalten, weil, ne, wir haben ja gerade Gabriela am Start und wir wollen es uns da nicht verderben. Ich schätze mal, wenn wir die Dame das nächste Mal zu uns einladen, klappt es auch mit den Techtelmechteln. Die haben wir jetzt auch ganz gut dabei und dann können wir Samantha so im Hinterkopf abspeichern als vielleicht das nächste Opfer. Sarah Bär ist natürlich auch noch am Start und er will ja mit 6 verschiedenen. Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriege mit so vielen verschiedenen. Aber gut, wir werden es sehen, ne? So, es ist wieder 21 Uhr und wir sind zu Hause zu einer halbwegs normalen Zeit. Sehr schön. Und er hat immer noch Hunger. Gut, dann komm mal her. Dann darfst du jetzt schnell noch was essen. Irgendwie war das Essen in dem Laden nicht ganz so nahrhaft. Dann schnapp dir hier mal einen Rest. Oder, nee, noch besser. Du musst ja eh kochen lernen. Du kochst dir was. Du könntest dir jetzt, was hast du denn? Was könntest du denn mal machen, Mensch? TV-Snack, na, da lernt man aber nichts bei, oder? Ja, aber so ein Alex könnte ich mir gut mit einem TV-Snack vorstellen. Komm, mach den TV-Snack. So, dann gehen wir noch mal kurz durch, was unsere anderen Sims hier so treiben. Wie zum Beispiel, wir machen Tai Chi. Ihr seid eigentlich noch relativ fit. Du wolltest, ach Gott, ich habe gar nicht mehr angerufen, die ganzen Leute. Du willst immer noch zum Werwolf werden. Ob da vielleicht mal irgendwann wieder einer kommt, ich habe keine Ahnung. Ja, was könnte ich denn sonst noch mit euch machen, Mensch? Ich kann euch auch einfach ins Bett schmeißen. Komm, ich leg euch jetzt schlafen, dann muss ich mir da keinen Kopf mehr machen. Dass ihr eh nur Quatsch macht. Ja, ihr macht eh nur Quatsch, ihr zwei. Mhm. So, du, was macht unsere Anna? Die übt immer noch Charisma, das ist brav so. Und was macht Serva? Serva ist hier oben und guckt was an? Betrachtet irgendwelche Dinge.
Oh. Oh, sie möchte mal wieder ein Techtelmechtel mit Servo haben. Wir haben aber. Ja doch, ihr könnt im Aufzug könnt ihr Techtelmechtel. Ja, und du, was? Du bist noch am Reinigen, ne? Ja, gut. Gut, dann würde ich sagen, dann bleibt das erstmal so. Ja. Und wir gehen noch mal kurz runter und schauen, dass Alex was zu essen kriegt. Und ich glaube, dann ist mein Part aber auch schon rum. Ja. Ist dann auch schon rum. Genau. Hey, nimm mich mit. Ich wollte dich doch beobachten beim Essen. So, die gehen mal schön ins Bett, die zwei. Ja, fein so. Ah, ehrlich. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir jetzt mit Anna und Gerd ein bisschen vorankommen. Und wie gesagt, oh, den machst du jetzt in der Mikro? Ah, gucke mal da. Ja, schön aufpassen auf das Ding. Nicht, dass das Ding explodiert. Nein, 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 nein. Hallo. Jetzt will der beim Kochen Tai Chi machen. Hallo, hast du sie noch alle? Okay. Gut, dann setze dich da hin und iss. Und dann kann ich nämlich schön Pause machen. Und dann sehen wir im nächsten Part aber mal wieder bei Gerd und den anderen vorbei. Anna ist ja jetzt da, ist ja nicht beim Arbeiten. Dann gucken wir mal, dass wir mit irgendwem uns treffen. Vielleicht unternehmen wir auch mal was als Gruppe, mal sehen. Oder laden sie einfach ein, dass sie endlich diese Chirurgiestation erhält für Melissa, damit Melissa eine schöne Nase bekommt. Ja, und genau so werden wir das machen. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.